Also, nachdem ich mich jetzt eine Runde geschämt habe für dieses Ding hier, wo ich den Wald vor Bäumen nicht gesehen habe, machen wir jetzt weiter. Und zwar wollen wir noch ein bisschen üben, mit ganz verrückten Brüchen umzugehen und die so schnell wie möglich und genau wie möglich zu runden, mit Rechenvorteilen und so weiter. Beispiel: 24 Hundertstel. Also, wer hier rundet, ne, jetzt strafe ich mich selber, der ist blöde, denn das heißt, der ist 0,24. Das sieht man. Aber was ist, wenn wir zum Beispiel 26 102 haben? Oder wir haben, ja, Moment, oder wir haben den Bruch 125 256. Oder wir haben 32 128. Na, ich hoffe, ihr seht es schon. Oh, nee, jetzt muss ich Pause machen. Pause. Also, jetzt so genau wie möglich und dann rechnen wir mit dem Taschenrechner nach. Nochmal ganz schnell, ich habe hier Rundungszeichen nicht gemacht. Die habe ich jetzt nachgetragen. Also denn, 0,25. Nochmal zum obigen Beispiel, da hatten wir verschiedene Varianten. Entweder ich sage gleich 26 Hundertstel ist 0,26. Oder ich nehme, wenn ich unten was wegnehme, zwei wegnehme, nehme ich oben eins weg und komme ich auf 25 Hundertstel, das ist 0,25. Tatsächlich sind beide Verfahren ausreichend. Guckt mal, es kommt nämlich raus 0,25 und dann 4, 9 und so weiter. Also beide sind ausreichend genau. Schön. Nächstes Beispiel hatten wir hier 125, 250stel zu sagen, ist 0,5. Oder 128 draus zu machen, 256stel ist auch 0,5. Oder wenn ich unten was wegnehme, 250 draus mache, 6 wegnehme, nehme ich oben eiskalt mal 5 weg, kann ich nämlich auch schön im Kopf rechnen, ist 0,48. Wir hatten nämlich überlegt, ich zeige es nochmal hier, 125 durch 250 wäre direkt 1,5, ja, aber es muss ein Stückchen unter 0,5 rauskommen. Und mit der Methode, dass ich sage, ich nehme hier was weg und hier unten was weg, komme ich auf 120, 250stel, was man im Kopf immer noch gut rechnen kann, 0,48. Mit dem Taschenrechner 0,48828, tralala. Hier unten hat der erste Vorschlagende den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Warum? Er hat sich gesagt, na und, wenn ich alles mal acht nehme, hier ein bisschen dran rumrunde, ne, hier was wegnehme, da was wegnehme, dann komme ich auf 240.000stel, was ja 0,24 ist. Einverstanden. Wenn ich den Wald aber sehe und sage, ich kürze mich mal ganz schnell ran, komme ich auf ein Viertel, was ich mit 25 erweitern kann. Und hätte 25 Hundertstel, und das ist tatsächlich auch, da brauche ich keinen Taschenrechner, 0,25. Donnerwetter, nicht schlecht. Wir nehmen uns mal scheinbar einfache Brüche vor und versuchen die mal so elegant wie möglich so hinzurunden, dass man ganz schnell im Kopf eine Kommazahl rauskriegt. Ein Siebtel, ein Sechstel, ein Neuntel und ein Zwölftel. Jetzt haben wir für das ein Sechstel, klar, wir hatten das oben schon mal behandelt, mehrere Varianten. Ich mache ein Fünftel raus, komme ich auf 0,2. Das wäre die ganz schnelle Variante. Ich mache ein Siebtel draus, weil ich dann weiß, das sind dann 7,49, also einfach 14 Hundertstel ungefähr, komme ich auf 0,14. Ich nehme einfach unten alles mal 16, oben natürlich auch zum Erweitern, komme auf 16,96. 96 liegt knapp an der 100 dran und sage, das ist rund dann 0,16. Jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Wir wissen es ja eigentlich schon. Ich tippe es jetzt extra nochmal ein. Also 1 durch 6 ist gleich. Und natürlich, was ich vorhin schon mal dargelegt habe, dass es ein Sechstel ist. 0,16 Periode 6. Ich glaube, dann haben wir mit diesem Vorschlag auch einen großen Sprung gemacht. Ne? Das wäre gar nicht so blöd gewesen. Gut, ein Neuntel. Wer hat einen schönen Vorschlag? Schön, jetzt kam noch ein Vorschlag. Machen wir noch anders. Ich versuche mich mal unten so elegant wie möglich an die 100 ran zu nähern. Ich erweitere ein Neuntel einfach mit 11. Dann habe ich hier mal 11 und hier mal 11. Dann habe ich unten nämlich 99stel stehen und oben 11. Ich weiß, wenn ich das kürze, habe ich wieder ein Neuntel. Aber ich bin knapp dran und sage, das ist 0,11. Tatsächlich, wenn ich das jetzt eintippe, 1 durch 9, ich meine, ich weiß es auswendig, dann kann ich sagen, ein Neuntel ist mit dem Taschenrechner wirklich 0,1 Periode 1. Wie gesagt, mussten wir früher auswendig können. Aber hier, das ist schon nah dran.
Gut, nächstes Ding. Der einer der leichtesten Vorschläge war, ich erweitere mit 2. Dann habe ich 2 24stel und sage, oh, ich mache aus 2 24stel dann einfach 4 48stel und bin dann ganz knapp dran. Noch leichter, ich erweitere ein Zwölftel einfach mit 8. Dann kriege ich nämlich hier unten eine 96 hin und hier oben eine 8 und komme auf 0,08. So, und das jetzt mal schnell eingetippt, 1 durch 12. Das wusste ich jetzt nicht. 0,83 ist dann das offiziell mit dem Taschenrechner errechnet 0,083 und die 3 wiederholt sich deswegen der Periodenstrich da drüber. So, kleinen Moment. Jetzt haben alle gut mitgearbeitet, hat Spaß gemacht soweit. Nicht für alle, okay. Und die, die sagen, dieses blöde Gerunde und so, die finden das nicht schön, die sagen dann laut. Igitt! Genau.